Herzlich willkommen zu Henrys und Jans Antiquitäten-Show und heute mit einem Uhrenmesser. Mhm. Mhm. Interessant, ist das schon das? Nee, das ist es noch nicht. Okay. Lass uns sehen. Also, in der 71. Aktion am 5. November haben wir nämlich Folgendes. Ui. Eine lange Uhr. Noch ohne Söhne, oder? Naja, die Söhne sind noch drin. Wir machen das mal auf. So. Das Interessante ist, dass hier alles noch dazu ist. Das heißt, oi, holla. 585 Jahre Gold, drei Deckel. Mhm. Wir nehmen sie mal raus. Mhm. Auch goldenes Ziffernblatt, ja, mit gebläuten Zeigern. Kleiner Sekunde bei 6 Uhr. Und also hier haben wir die Söhne, die stehen. Die stehen hier. Ne? Also die vermissten Söhne sind noch da, aber hier auf der Uhr ist es die lange Uhr. Ne? Also Glashütte, lange Uhr. Jetzt könnte man ja jetzt hier ausgezeichnet mit 41 ersten Preisen, in welchem Jahr es bei 41 ersten Preisen war, vermute mal 20er Jahre hier so. Die genau, also so Datierung laut der Seriennummer liegt so um 1920 bis 30. Mhm. Ja. Und das Interessante ist, es ist auch alles noch mit dabei. Also hier auch noch die Garantieurkunde. Können Sie mal rausholen. Abgelaufen nehme ich an, oder? Abgelaufen, ja, aber sie verbürgen sich für alles Mögliche. Mhm. Außer wenn du es selber kaputt machst, dann gibt es natürlich keine Garantie mehr. Ne? Mhm. Ja, kommen wir mal zu den technischen Daten. Deshalb das Uhrenmesser. Wir machen die mal vorsichtig auf. So. Zack. Also hier auch nochmal poliert. OLIW. Werk ist solide. Das solide Werk, sage ich mal, für den normalen Mittelstand, sage ich mal so, der sich auch mal eine schöne Uhr leisten möchte, eine hochwertige Uhr. Ja, also wir haben jetzt hier kein Lang- und Söhne-Uhrwerk drin, was mit noch vielen Komplikationen ist oder wie auch immer, oder geschraubten Chatons. Die sind hier gepresst, aber ansonsten sehr hochwertig gemacht und ja, läuft auch sofort an. Jetzt ziehen wir mal auf. Also eigentlich so. Ein schönes Einstiegsmodell für einen ja, ganz Sammler, genau. Ja, ja. Lang- und Söhne, wenn man sie in der Sammlung haben möchte. Mhm. Und ist ja eigentlich noch die rundherum alles in ziemlich ordentlichen Zustand, ja. Ja, ja, also da kann man nicht meckern. Also, mhm. Die lag wahrscheinlich nur in der Schatulle rum. Mhm. Und gut, man könnte sie nochmal polieren, dann ja, wäre sie wieder neuwertig. So ja, gesehen, aber ne? So schön, aber ich finde schön so toll aus. Ist das auch eine tolle Sache. Ist denn diese Uhrenkette, ist die auch aus Gold? Nee, die ist nicht aus Gold, wie das meist immer so der Fall ist. Sag ich mal, bei so No-Name-Uhren ist ja dann meist die Uhrenkette teurer als die Taschenuhr. Mhm. Ja. Aber hier ist es mal umgedreht. Mal umgedreht, ja. Und ja, ist Dublé-Gold, aber immerhin, sie ist dabei und die haben wir mit dabei gegeben. Warum soll man die dann zurückhalten, ja. Also aber Full Set, ja, also alles da, mhm. Also erstaunlich und in einem tollen Zustand. Ich denke, man hat ja irgendwo im Tresor gelegen oder ja, in einem Sekretär, ja. Genau, also hier sprechen wir über die Nummer 520 bei uns im Katalog. Der Einstiegspreis wäre hier 1200 Euro. In der letzten Auktion hatten wir auch schon eine, die ist gleich für 1700 weggegangen, ja. Und hier lassen wir uns mal überraschen, was die bringt. Ja. Aber Lange und Söhne, Liebhaber und Sammler gibt es ja genau. Wirklich mehr als die Uhren, es die Uhren gibt. Ja, also genau. Insofern. Ja. Na, da gucken wir einfach mal. Ja. Ja. Also am 5. November bei uns in der Auktion reinschauen und gucken, ob man herrschen kann. Alles klar.